Zwillingsengel werden die neuen Monster werfen. Und zwar sind es interessante Monster tatsächlich. Das ist mal was, was eventuell echt interessant sein könnte, denn sie bringen wohl eine neue Mechanik mit rein, was ich sehr interessant finde. Wir gehen gleich auf den Skill ein. Wir haben ja so einen kleinen Preview bekommen, ne, vom Wind. Man sieht es hier schon unten. Schauen wir uns gleich an. Ich werde welche Video gesehen haben. Im Großen und Ganzen habe ich schon was gesagt. Und zwar, die Mechanik ist sehr interessant. Ja, vom Stil her, och, wenn man es mag, ist schön. Passt halt zu Weihnachten. Ne? Ansonsten, ja, ist okay. Wir schauen einmal. Und zwar geht es um, ja, den Windengel, Zwillingsengel. Man sieht schon, dass das hier sehr viel Stuff ist, ne? Es ist halt auch ein Monster, was wirklich, also wenn ich es richtig verstehe, eine neue Mechanik mit reinbringt. Finde ich sehr cool. Ist halt so ein Twins in einen, so ein bisschen. Aber egal, wir gehen einmal grob durch. Und zwar Zwillingsengel, Horn des Sturmangriffs. Es geht jetzt um den hier unten, ja? Erhöht die Angriffsleiste des Verbündeten jeweils um 15%. Okay, das ist schon mal interessant, weil wir, jetzt ist hier schwer zu sagen, was ist hier First Skill, was ist Second und Third Skill. Ich glaube, das hat da gar kein, das ist, hat, glaube ich, so an sich gar nichts damit zu tun. Das ist es halt. Wie genau das vonstatten ist, ist halt schwer zu sagen. Hier unten steht ein bisschen was, gehen wir gleich drauf ein. Ansonsten, Horn der Ermittlungen, Ermutungen, entfernt jeweils einen schädlichen Effekt von allen Verbündeten. Auch nicht schlecht an sich, ne? Ein schädlicher Effekt, besser als keinen, ne? Ansonsten noch Horn des Anfangs. Erhöht für 2 Runden die Angriffsgeschwindigkeit aller Verbündeten. Also man sieht hier, der Engel hier, ne, der macht schon ein bisschen Support-Stuff. Ist eigentlich schon mal ganz interessant, vor allem die Angriffsleiste der Verbündeten Ziels um jeweils 15%. Entfernt einen schädlichen Effekt von allen Verbündeten. Ist sehr weird, ne? Aber wir gehen mal weiter mit den anderen Engeln jetzt hier. Gezielter Schuss. Greift den Gegner an, um seine Angriffsleiste mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% um 30% zu verringern. Ja gut, das macht 90% der Monster inzwischen. Ansonsten streuender Schuss. Greift alle Gegner an, um sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde zu betäuben. Eine Runde ist immer so ein Ding, aber 50% ist an sich nicht schlecht. Ja? Und dazu muss er ja noch einer dieser Sachen machen. Ja, da, irgendwie. Aber das, interessant. Geladener Schuss greift alle Gegner an, um alle vorteilhaften Effekte zu entfernen und verringert die Angriffsgeschwindigkeit für 2 Runden. So ein bisschen Leimer halt, ne? Okay, jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil. Und zwar geht es um diesen roten Text hier unten. Die Zwillingsengel teilen sich gemeinsam die Züge, HP und Angriffsleiste. Es ist also so gesehen ein Monster. Dennoch, ne? Nicht so wie bei den Twins. Sie verwenden jedoch unterschiedliche Fähigkeiten, da sie 2 individuelle Fähigkeiten bei einem einzigen Zug einsetzen können. Das ist halt das Interessante. Kann man 2 Fähigkeiten in Abhängigkeit von verschiedenen Umständen miteinander kombinieren? Das ist das, was ich interessant finde. Wir gehen mal kurz ein Beispiel durch. Zum Beispiel, kann man die Angriffsgeschwindigkeit aller Verbündeten erhöhen und alle Gegner betäuben, indem man das Horn des Anfangs und streuender Schuss im selben Zug einsetzt. Ja, und das ist das. Das ist eigentlich echt geil. Oder man kann stattdessen Horn der Ermutigung mit streuender Schuss kombinieren, um schädliche Effekte von allen Verbündeten zu entfernen und alle Gegner im selben Zug zu betäuben. Das ist halt das Krasse. Du hast halt so gesehen, ein Monster. Du fängst an, dieses Monster ist dran. Du suchst dir eine Fähigkeit aus, was jetzt hier dran ist. Und dann suchst du dir die andere Fähigkeit aus. Und das ist irgendwie eine Mechanik, die echt... Ey, das ist geil. Das ist echt nicht schlecht. Das ist mal was Neues. Die Frage ist, ob es nicht zu stark werden könnte. Es kommt auch darauf an. Teilen die sich dieselben Uplink-Zeiten? Sind die, haben sie ihre eigenen Uplink-Zeiten? Das sind alles so Fragen, die jetzt hier nicht beantwortet werden. Also sprich zum Beispiel, du setzt jetzt Horn des... Das ergibt aber keinen Sinn. Die müssen auch getrennte Uplink-Zeiten haben. Sonst könntest du... nee, das ergibt ja keinen Sinn. Sonst, nee. Oder? Wobei? Nee, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Nee, also es müssen ja getrennte Uplink-Zeiten sein. Das ist irgendwie schon... Interessant, aber diese Kombinationsmöglichkeiten, das ist etwas, was ich persönlich echt verdammt stark finde.
Ich hoffe, dass das endlich mal wieder Monster sind, die tatsächlich von Anfang an auch gut sind. Ja, dass man die nicht erst 5 Balance Patches warten muss, damit diese Monster wirklich attraktiv wirken. Dass diese Monster einfach mal von Anfang an wirklich interessant sind und auch mal gut sind. Ja, das ist etwas, was ich mir freuen würde. Vor allem auch mal die Normalattributen, nicht nur die LDs. Ja, das sind so Sachen, die mich auch so derzeit so ein bisschen stören. Aber im Großen und Ganzen finde ich sehr stark. Ist auch endlich mal was Interessantes, Neues für das Spiel. Das Prinzip ist vielleicht nicht neu, aber fürs Spiel ist es neu. Und das finde ich irgendwie echt cool. Ich finde auch die Möglichkeiten gut, dass man so viel kombinieren kann. Du kannst die Angriffskraft von allen Verbündeten erhöhen und gleichzeitig aber auch noch stunnen, sowas halt. Finde ich halt schon stark. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mal gespannt, wie die anderen sein werden. Ganz kurz, ich gehe davon aus, dass wir das Monster diese Woche noch bekommen werden. Ich gehe von Donnerstag aus. Oder freitags. Aber meistens kommen Donnerstag-Updates. Deswegen gehe ich eher von Donnerstag aus. Dass wir da schon das Monster haben werden. Ich werde es bis dahin jetzt auch nochmal ein bisschen sparen. Aber es wird nicht allzu viel werden. Aber so ein bisschen halt. Und ja. Na, einmal ganz kurz zum Fazit. Warum so viele Monster derzeit kommen. Oder so ähnlich. Bin ich auch nicht der Fan von, muss ich sagen. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass sie versuchen, so ein bisschen Variation reinzubringen. Es erinnert mich so ein bisschen an LOL. Ja, LOL hat auch irgendwie einmal im Monat ein neues Monster. Damals, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, als ich gespielt habe, war es halt noch so. Einmal im Monat neue Monster rausgehauen. Wir hatten erst den hier. Das war letzten Monat oder so. Ja, im November, ne? Den hier hatten wir, die hatten wir in Oktober. Oder sogar in September? Ne, Anfang Oktober, glaube ich. Oder Ende November. Die kam mit dem Update rein. Ja gut, das ist schon ein bisschen länger her. Aber irgendwie ist die Spanne gerade sehr gering. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Es gibt so viele Monster, die halt einfach uninteressant sind. Und das ist das, was irgendwie ein bisschen störend ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. So viele Monster, die halt einfach so viel Potenzial bieten könnten, aber sie sind halt uninteressant, weil man halt mehr oder weniger nur auf das Standardzeug geht. Weil die anderen halt einfach nicht so interessant sind, wie zum Beispiel sie hier. Die wurde jetzt erst angefasst mit dem Balance Patch, 2 Monate später. Der hier noch gar nicht groß. Kommt wahrscheinlich auch noch. Indras mal sind aber immer noch kacke. Ne, das ist halt so das Ding. Was halt irgendwie ein bisschen schade ist, was so ein bisschen den Reiz wegnimmt, neue Monster überhaupt zu beschwören. Ich habe Hoffnung, dass das bei denen mal der Fall ist, dass man die haben will und muss, weil die so geil sind. Ja, sind halt Net 5s, also er zumindest. Ich weiß nicht, ob alle Net 5s sind, das muss nicht sein. Aber ja, ist interessant, bin gespannt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare bezüglich den Zwillingsengeln. Ich mag die Mechanics, ne? Also hier das hier. Das finde ich sehr stark. Aber ich hoffe, dass sie auch gut sind. Das ist so mein Fazit. Mal abwarten, aber im Großen und Ganzen geil. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von denen haltet oder wie ihr das seht. Und ansonsten wünsche ich euch schon einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.